Guten Morgen, liebe Funkfreunde. Hier ist Delta Lima 0 Köln Aachen, DL0KA mit der Vorankündigung des Köln Aachen Rundspruchs. Unseren Rundspruch könnt ihr sonntags um 11 Uhr Ortszeit in Bild und Ton empfangen. Die Aussendung erfolgt über verschiedene FM-Relais in unserem Distrikt und über Kurzwelle. Darüber hinaus habt ihr die Möglichkeit, unseren Rundspruch zeitgleich im Internet auf unserer Webseite zu sehen und zu hören. Für eure Mitteilungen und Anregungen erreicht ihr die Redaktion unter kars@darc.de. Redaktionsschluss ist jeweils donnerstags um 12 Uhr. Heute ist Sonntag, der 6. Februar 2022 und wir sind wieder mit interessanten News für euch auf Sendung. Am Mikrofon ist heute Frank, Delta Hotel 2, Kilo Fox. Wir hoffen, ihr habt einen guten Empfang und freuen uns über eure Bestätigungen. Die für den 12. Februar 2022 geplante Gigahertz-Tagung Dorsten muss leider ausfallen, lesen wir auf der Webseite. Zum zweiten Mal in Folge treffen sich die Mikrowellenamateure nicht im Februar in Dorsten, um sich über die neuesten Entwicklungen auf den Gigahertz-Bändern und das vergangene Contestjahr auszutauschen. Die Gigahertz-Tagung in Dorsten beschäftigt sich mit dem Amateurfunkbetrieb auf Frequenzen oberhalb von 1,2 Gigahertz. Die Gigahertz-Tagung lebt von den zahlreichen Fachvorträgen und der Möglichkeit des persönlichen Gesprächs. Sie wird jedes Jahr von mehr als 200 Funkamateuren besucht, um über die neuesten Entwicklungen auf den Gigahertz-Bändern zu diskutieren. Zudem wird hier jedes Jahr die DARC-UKW-Contest-Pokal verliehen. Die Tagung wird organisiert vom DARC-Distrikt Westfalen Nord. Unterstützt wird die Gigahertz-Tagung durch die Volkshochschule Dorsten. Die aktuelle Entwicklung der Pandemielage lässt jedoch eine Durchführung der Tagung auch in diesem Jahr leider nicht zu. Der Bürgermeister der Stadt Dorsten, Herr Tobias Stockhoff, hätte die Besucher sehr gerne wieder persönlich in der Volkshochschule begrüßt. Er ließ sich aber auch in diesem Jahr nicht nehmen, zumindest ein virtuelles Grußwort an die Funkamateure zu senden. Das Grußwort ist auf der Tagungsseite www.gigahertz-tagung.de abrufbar. Auf dieser Webseite wird ab Spätsommer 2022 die Ankündigung für die Gigahertz-Tagung 2023 veröffentlicht, die dann hoffentlich wieder in altbewährter Form stattfinden soll. Die Tagungsleitung freut sich jetzt bereits schon darauf, die Mikrowellenamateure 2023 endlich wieder in Dorsten begrüßen zu dürfen. Carsten, Delta Mike 2 Kilo X-Ray, berichtet über seine Reise zur Neumarsch 3 Station, lesen wir im aktuellen Newsletter des Ortsverbands Bad Honnef Golf 09. Nach rund 30 Tagen Atlantiktransfer legte das Forschungsschiff Polarstern in der Nacht vom 3. auf den 4. Januar 2022 in Kapstadt, Südafrika an. Hier wurde, wie uns Delta Mike 2 Kilo X-Ray live berichtete, die Schiffsbesatzung ausgetauscht. Gleichzeitig gingen die Meeresforscher und Biologen für den nächsten Fahrtabschnitt an Bord. Die Versorgungsfracht wurde diesmal Corona-bedingt mit einem Charterschiff von Kapstadt zur Eiskante der Akta-Bucht gebracht. Die erste Fahrt fand dann bereits im Dezember statt. Bereits am 29. Dezember 2021 wurde die neuen QO 100 Bodenstation-Antenne für Delta Papa 0 Golf Victor November unversehrt in die Antarktis auf die Neumar Station 3 gebracht. Am 5. Januar 2022 wurde diese Antenne bei gutem Wetter mit einem Kran auf das Dach der Station gehievt und fest installiert. Und am ersten Tag der neuen Funkaktivitäten am 9. Januar 2022 war Delta Juliet 8 Echo India einer der ersten, der Felix zu seinem 5-9-Plus-Signal mit der neuen Station seitens Golf 09 gratulieren konnte. Am 6. Januar 2022 hat Carsten Delta Mike 2 Kilo X-Ray sein Hotel in Kapstadt verlassen und seine Kajüte auf der Polarstern bezogen. Danach lagen 12 Seetage vor ihm, bevor er auf die Neumar Station 3 eintraf. Nach dem Aufbau der neuen Antenne nahm Delta Papa 0 Golf Victor November mit dem Operator Delta Lima 5 X-Ray Lima am 9. Januar seinen Betrieb über den QO 100 wieder auf.
Am 17. Januar erreichte Delta Mike 2 Kilo X-Ray die Neumayer 3 Station. Hierfür näherte sich die Polarstern in einer sehr langsamen Fahrt bis auf 2 Seemeilen des Schelfeis. Ein Hubschrauber brachte Delta Mike 2 Kilo X-Ray und seine Kollegen zur Station, wo sie die nächsten 14 Monate verbleiben und überwintern werden. Wir freuen uns auf weitere interessante Berichte. Die Morse-Telegrafie eröffnet seine faszinierende Welt mit ganz eigenen Gewohnheiten und Bräuchen. Unter dem Titel Morsen und was gebe ich jetzt? Fragezeichen findet am Dienstag, den 8. Februar um 20 Uhr im treff.drc.de ein Abend statt, der die CW-spezifische Betriebstechnik einführt. Er richtet sich an CW-Anfängern und solche, die das Morsen erst noch lernen wollen. Geplant ist ein Mitmachabend mit gemeinsamer freundlicher Diskussion der Eigenschaften verschiedener QSO-Stile, aufgelockert von gelegentlichen Vortragselementen. Der Abend findet statt als Online-Veranstaltung auf dem DAC-Videokonferenzserver treff.dac.de statt. Für die Teilnahme wird keine besondere Software benötigt, ein aktueller Browser genügt. Zugangsinformationen findet man im Kalender von treff.dac.de, Quelle DAC Homepage. Hier ist Delta Lima 0 Kilo Alpha mit der Übertragung des Köln-Aachen-Rundspruchs. Am Mikrofon ist Frank, Delta Hotel 2 Kilo Fox. Beim OV Bad Honnef Golf 09 ist der Selbstbau ein festen Bestandteil unserer Freizeitbeschäftigung, wie uns Stefan Delta Julia 5 Kilo X-Ray berichtet. Daher haben die Bad Honnefer Funkamateure in den letzten Jahren immer wieder spezielle Seminare angeboten. Themen wie DB, das unbekannte Wesen, wurde aufgegriffen und verschiedene Bastelseminare zum Aufbau von Ballons, dem Bau einer Zulu Sierra 6 Bravo Kilo Victor oder Whisky und oder einer Lima Hotel Kilo Alpha Antenne durchgeführt. Zwei Seminare über den QO100 ergänzen diese Seminarreihe. Das Gesamtangebot begeisterte viele Funkfreunde. Nun soll diese erfolgreiche Seminarreihe in 2022 mit einem Seminar rings um die Endfeed Multiband Dipole EFMD Antenne fortgeführt werden. Endfeed Antennen oder auch endgespeiste Halbwellenantennen erfreuen sich bei uns in Deutschland immer höhere Beliebtheit. Diese interessante Multiband-Antennenform ist sicher für Newcomer und oder bei Funkfreunden mit eingegrenzten Aufbaumöglichkeiten von besonderer Interesse, da nur ein weiterer Aufhängungspunkt neben dem Antennenanschluss benötigt wird. Im ersten Online-Seminarteil am Samstag, den 2. April 2022, 11 Uhr bis ca. 14 Uhr, wird den Teilnehmern eine Einführung in die Endfeed-Antenne sowie Hinweise zum Bausatz und zum praktischen Aufbau in einer gemeinsamen Online-Videokonferenz angeboten. Im zweiten Teil des Online-Antennenseminars am Dienstag, den 5. April 2022, von 19 bis ca. 20 Uhr, werden zwischenzeitlich möglicherweise aufgetretene Fragen zum praktischen Aufbau der hochwertigen Endfeed-Antenne für die Bänder 80, 40, 20, 15 Zentimeter mit einer Länge von ca. 21 Meter beantwortet. Und falls erforderlich, weitere Hilfestellungen zum praktischen Aufbau gegeben. Weitere Informationen findet man auf der Homepage von Golf 09. Im Zuge der Nachbereitung eines unerlaubten Angriffs auf die DARC-Homepage wurden in den vergangenen beiden Wochen aus Sicherheitsgründen alle Zugänge der Mitglieder zum System gesperrt. Wir können vermelden, dass bisher rund 4.500 Mitglieder ihre Passwörter neu gesetzt und wieder Zugriff auf ihre E-Mail-Konten haben, erklärt Oliver Schlag, Delta Lima 7, Tango November Yankee, der die Koordination der IT-Arbeiten übernommen hat. Von den vorsorglichen Sicherheitsmaßnahmen waren insbesondere die DAC-E-Mail-Postfächer, der DAC-Mitgliedsbereiche MyDAC und die DAC-Mitgliedswebseite Typo 3 sowie das DAC-Forum betroffen. Seit dem 27. Januar werden Briefe mit dem Zugangscode
für eine Zurücksetzung des Passworts verschickt. Bis gestern Nacht kam es noch zu Verzögerungen von mehreren Stunden bei der Freigabe der Konten durch den Provider. Durch unsere Unterstützung konnten wir diesen Vorgang nun deutlich beschleunigen. Momentan dürfte es etwa eine Stunde bis zur Freischaltung dauern. Gestern waren es noch mehrere Stunden, so Delta Lima 7, Tango November Yankee. Der gesamte Bericht kann auf der DAC-Homepage eingesehen werden. Funkwetter. Und hier nun der aktuelle Funkwetterbericht von Tom, Delta Foxtrot 5, Juliet Lima vom 5. Februar 2022. In der zurückliegenden Woche gab es viele Überraschungen, aber auch Enttäuschungen. So erhofften sich viele mit dem Auftauchen immer neuer Sonnenflecken, hervorragende DX-Bedingungen. Schließlich erreichte der solare Flux Werte zwischen 120 und 130 Einheiten. Und ja, es gab Momente, in denen man auf dem 10 Meter Amateurfunkbandstationen aus Japan, Hongkong oder Australien auftauchten. Doch so richtig stabil waren die Bedingungen nicht. Das lag an koronalen Massenauswürfen, den CMS, die durch schnelle Sonnenwind kräftig am Erdmagnetfeld rüttelten. So erreichte der KP-Index regelmäßig Werte von 4 Einheiten, teilweise sogar 5, was für einen leichten Magnetsturm in der NOAA-Klasse G1 steht. Infolgedessen wurde die MOVE, die maximale nutzbare Frequenz, immer mal wieder runtergedrückt. Hans, Delta Kilo 5, Juliet India, beobachtete am Donnerstag auf 10 Meter, wie das Signal von Axel, Papa Zulu 5 Kilo Victor, aus Suriname am Mittag rapide von S9 auf S3 mit Flattern abfiel. Rund 10 Minuten später war es wieder bei S8. Um genau diese Zeit, um 13.18 Uhr UTC, stieg die Sonnenwindgeschwindigkeit deutlich an, von 500 auf mehr als 570 km pro Sekunde, wie die Messdaten der Raumsonde ACE und DSCOVV belegen. Aktuell ist die Sonnenaktivität gering, es wurden in den letzten Stunden mehrere C-Flares beobachtet. Auf der Sonnenscheibe sind 6 Sonnenfleckenregionen sichtbar. Die Geschwindigkeit des Sonnenwindes ist aufgrund des Einflusses des CMS von 2. Februar weiterhin erhöht. Die geomagnetische Aktivität ist nach Angaben der US-Wetterbehörde NOAA über das Wochenende ruhig bis aktiv, in der Tendenz aber leicht abschwächend. Die MOVE 3000 liegt tagsüber zwischen 21 und 28 MHz, nachts um 10 MHz. Für die kommende Woche sagt das Wetterbüro der US-Luftwaffe voraus, dass der solare Fluxindex SFI etwa über 120 Einheiten erreichen könnte. Nach einer geomagnetischen ruhigen Periode zum Wochenanfang ist am 10. Februar erneut mit unruhigen bis aktiven Perioden zu rechnen. Termine: 8. Februar, Einführungsabend Betriebstechnik Telegrafie. 2. April, Online-Antennenseminar Teil 1 UV Bad Honnef Golf 09. 5. April, Online-Antennenseminar Teil 2 UV Bad Honnef Golf 09. Bitte schickt uns eure Termine, Terminverschiebungen, Absagen oder andere interessante Beiträge an cars@darc.de. Das war der Köln-Aachen-Rundspruch für die 5. Kalenderwoche 2022. In der Redaktion war Ralf, Delta Lima 1, Romeo Sierra und in der Produktion das Team Bonn 1. Wir hoffen, ihr hattet einen guten Empfang. Das Rundspruchteam freut sich, euch zum nächsten Köln-Aachen-Rundspruch am Sonntag, den 13. Februar, wieder auf den bekannten Frequenzen begrüßen zu dürfen. Wir hoffen auf viele Zuhörer und Bestätigungen. Informationen rund um den Rundspruch findet ihr auf unserer Internetseite köln-aachen-rundspruch.de. Bleibt gesund, 73 und AWDH, euer Köln-Aachen-Rundspruchteam.